Dankeschön. Ist die Arena soweit für den finalen Red jetzt hier? Rotterode und hoffentlich nicht die letzte Kante. Dafür werden wir alles tun. Und ihr habt es dafür getan, denn ihr seid gekommen. Dafür nochmal ein dickes Dankeschön, dass ihr hier seid heute. Dankeschön. Weiter geht es mit der Startnummer 22 aus dem polnischen Team. Krzysztof Mietus. Startnummer 22, Krzysztof Mietus, Polen. Und das ist schon der 10. Starter von 30 aus dem starken polnischen Team. Und ja, Kwiatkow, halt die Kusche, ist der gut. 106,5 Meter im ersten Wertungsdurchgang und jetzt 113 Meter. 113 Meters. Als nächstes mit der Startnummer 41 aus dem deutschen Team. Startnummer 41, Andreas von Germany. Meter im ersten Wertungsdurchgang und jetzt schauen wir gespannt auf die Weite. Die liegt bei 112,5 Metern. 112,5 Meter. Und somit Platz 1 für Andreas Wank. Im Moment. Da geht es mit der Startnummer 44 aus dem polnischen Team. Bartłomiej Kluczek. Startnummer 44, Bartłomiej Kluczek, Poland. Die polnischen Freunde diese Schanze runter. Wie lieben sie? Und die Weite für Bartłomiej Kluczek, 113,5 Meter. 113,5 Meter. Somit schiebt er sich vor Andreas Wank auf 1. Jetzt wird es ganz laut in Brotterode. Es kommt die Startnummer 36 vom deutschen Team Danny Queck. Die Weite jetzt für ihn 111,5 Meter. 111,5 Meter. Der Startnummer 18 aus dem slowenischen Team, Mitja Mesna. Startnummer 18, Mitja Mesna, Slowenien. Und sie singen sich ein, die Fanclubs hier. Oh, wie ist das schön, was hier... Und für Mitja Mesna notieren wir 113,5 Meter. Die 10 Besten aus dem ersten Wertungsdurchgang sind jetzt noch oben und es geht weiter mit der Startnummer 46, auch aus dem slowenischen Team, Jaka Vala. Startnummer 46, Jaka Vala, Slowenien. Die Entscheidung am Samstag steht kurz davor. Noch ein paar Minuten, dann wissen wir, wer ist hier der Held auf der Inselbergschanze. Wow! Das ist jetzt nochmal oben drauf, oder? Ja, jetzt ist es nur noch neu.
und er landet bei 113,5 Metern. 113,5 Meters. Und der nächste Springer kommt aus dem Team des DSV mit der Startnummer 38, Karl Geiger. Da hat dem Karl ein wenig Aufwind gefehlt. Schade. Wir notieren für Karl Geiger 110,5 Meter. 110,5 Meter. Wir machen weiter mit einem Springer aus dem österreichischen Team mit der Startnummer 37, Markus Schiffner. Startnummer 37, Markus Schiffner, Austria. Runtergebracht, der Markus. Die Weite 113 Meter. 113 Meter. Mit der Startnummer 40 aus dem norwegischen Team, Robert Johansson. Startnummer 40, Robert Johansson, Norway. Die norwegischen Fans sind jetzt gefragt. Und die Weite von Robert Johansson 117 Meter. Und somit und oben auf dem Balken jetzt mit der Startnummer 14, auch aus dem norwegischen Team, Joachim Hauer. Startnummer 14, Joachim Hauer. Seine Weite 116,5 Meter. 116,5 Meters. Und das ist Platz 2 hinter seinem Teamkollegen für Joachim Hauer. Jetzt geht's los. Der nächste Springer ist der beste deutsche. Ja, und die liegt bei 118 Metern. Die letzten drei Springer sind jetzt noch oben mit der Startnummer 24 als nächstes aus dem norwegischen Team Kim Rene, Elver und Sossel. Startnummer 24, Kim Rene, Elver und Sossel. Jetzt die Entscheidung, meine Damen und Herren. Jetzt nochmal Konzentration auf den Sprungverlauf, auf den Wettbewerb. Drei Springer sitzen noch. Jetzt sitzt er wieder auf dem Balken mit der Startnummer 24 aus dem norwegischen Team Kim Rene, Elve und Sosse. Er ist zufrieden, er nickt. Das kann er auch sein mit einer Weite von 113,5 Metern. Der vorletzte Springer jetzt mit der Startnummer 28 aus dem polnischen Team, Krzysztof Biegun. Startnummer 28, Krzysztof Biegun, Poland.
Und seine Weite 118 Meter. One hundred 118 meters. Dieselbe Weite wie Daniel Wenig. Wir gucken, wo er sich platziert. Auf Platz 1, Krzysztof Biegun aus Polen. Der letzte Springer jetzt des Finaldurchganges. Der Teamkollege des eben gesprungenen aus dem polnischen Team, Stanislav Biela. Und die Weite für Stanislav Biela 114 Meter. 114 Meter. Und jetzt die Punkte, die Entscheidung. Das ist Platz 4 für Stanislav Biela. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, Krzysztof Biegun, Polska zum Sieg!